Und das ist jetzt Folge 3. Wir können einen Star in eine Bottle machen, yo. Aber ich heb mir die Sterne auf. Warum, fragt ihr euch jetzt? Das erfahrt ihr noch früh genug. Wir können Sticky Grenades machen, aha. Wir können Rope machen, ein Rope-Coil. Consumers Rope to create a climbable line of Rope. Was wir nicht alles machen können. Und es ist immer noch Tag und deswegen würde ich sagen, gehen wir noch ein bisschen Borealholz suchen. Lorealholz. Lorealholz. Ja, das klingt gut. So, wir gehen von erst schnell nach hinten und auf dem Rückweg holen wir dann alles mit, was mitgeht. Schön. Oh, ein riesiger Berg. Auf Eis schlittert man. Es gibt hier so viele Details. Schick, schick. So, denn wir wollen ja in der nächsten Nacht unser kleines Hütchen weiterbauen. So, mit Fackelbeleuchtung. Muss noch ordentlich was suchen für eine andere Beleuchtung. Und ja, wir müssen dann auch langsam mal anfangen, irgendwie eine kleine Höhle zu graben. Oder eine zu finden. Aber ich habe immer Angst, das sind dann... Ah, ich bin... Das ist eine lange Reise. Und erstmal brauchen wir ein kleines Hütchen, in dem wir uns sicher fühlen. Und tut mir leid, aber die haben gerade Lust, miteinander zu spielen. Und Alf kriegt gerade keine Aufmerksamkeit von Lena und deswegen bellt er. Es bringt nichts. Also wir dürfen auch nicht reagieren, dann sonst denkt er nämlich, wenn er bellt, dann kriegt er von mir Aufmerksamkeit. Und das tut er. Aber das merkt er nicht, dass er das gerade tut. Weil ich rede ja hier die ganze Zeit in mein Mikrofon rein. Deswegen kann er das nicht auf sich beziehen. Ja. Genau. Glaube ich. Vielleicht. Wer weiß. So. Oh. Er hat Aufmerksamkeit bekommen. Jetzt liegt er auf dem Rücken. Lena, du bist echt... echt fies, Mann. Die ist echt nicht... Die lässt sowas nicht mit sich machen. Also. Sich anbellen. Findet die gar nicht cool. Ups. So, jetzt aber. So. Gut. Wir sammeln noch ein bisschen Holz. Und Leute, ein bisschen leiser bitte. Lass den kleinen Knirps wieder aufstehen. Ja, es hört sich nicht nur so gewalttätig an. Es sieht auch sehr gewalttätig aus. Aber so ist das halt. Mit Hunden. Müsst ihr mitleben. Habt ihr schöne Hintergrundgeräusche? Ja, versuchen wir einfach nicht drauf zu achten. Ihr kleinen zerfleischenden Bestien hier. Ja. Ich spüre den Hass. Lass ihn durch dich fließen. Wollen wir das weghaben? Wollen wir. So, und jetzt dachte ich mir, wir basteln. Ich fange mit dem Unnötigsten wieder zuerst an. Wir basteln hier eine kleine Terrasse hin. So. Und zwar 5 breit. 1, 2, 3, 4, 5 breit. Und dann brauchen wir so das nächste unglaublich wichtige Element in diesem Spiel ist der Hammer, den ich nicht habe. So, einen Moment. Ich muss mir kurz einen Hammer basteln. Den muss ich mir tatsächlich basteln. Dringend. Muss kein guter sein. Es muss einfach nur ein Hammer. Und das Inventar füllt sich unglaublich schnell. Das ist tatsächlich so. Das ist kein Scherz. Das ist... Oh, die Zombies sollen die Nacht mal kommen. Die werden gemäht werden. Ja. Denn mit dem Hammer kann man jetzt so unglaublich krasse Sachen wie Dinge verformen und Hintergründe entfernen. Das ist schon geil. So. Jetzt haben wir hier so eine kleine Treppe. So. Machen wir das hier unten nochmal und dann brauchen wir aber auch nochmal hier. Das kann dahin, das kann dorthin. Ein bisschen dieses Holz. So. Gut, ich muss mal kurz mich um den Eisslime hier kümmern. Wow. Tschuk. Es wird dunkel. Es wird schon wieder so unglaublich dunkel. Ich krieg schon wieder so unglaublich aufs Maul. Hey.
Ich nicht. Ist nicht der Anschluss. 1, 2, 3, 4, 5. Gut. 6. Dann sind wir. Dann wird die obere Etage hier ein bisschen größer tatsächlich. Oder die bekommt auch so einen kleinen Erker. Mit einem Klohaus drin. Den Treppenflur, wie weit will ich den machen? Ich glaube, 7 sollte reichen, oder? Wir gucken gleich einfach mal. Leute, ist jetzt gut. Jetzt langsam, lass den kleinen mal. Hey, Alf, auch nein. Schluss. Kleiner Moment. So. Oh, oh. Da ist er in Linas Box. Und das findet sie nicht cool. So. Nom, nom, nom. Genau, hier wollen wir das machen. Gut, dass die Zombies noch nicht kommen. Es wird einfach nur wieder Stockbooster. Da kommen die Zombies. Ich will noch nicht direkt an der Tür machen, sondern... Nein, nicht direkt an der Tür, tatsächlich. Okay, das ist jetzt hier. Zack. Alf, Schluss! Der Max, dich habe ich nicht gemeint. Alles gut. So. Alf, es reicht jetzt! Nein. Hör auf, die anderen hier zu ärgern. Gott. Jetzt ist er frustriert. Alles klar. So. Was ist das hier? Der ist irgendwie stärker, ne? Der komisch aussehende. Guck mal, die finden unseren Balkon alles schön. Hm. So. 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 Ich weiß es nicht. Ist das richtig so? Ja? Und so? Ja, unser Treppenflug muss noch ein bisschen größer werden. So, ich glaube... Nein, das wollte ich nicht. So, hier oben wollte ich noch einen, genau. Und jetzt dürfte ich auf der Höhe sein, richtig? Gut, dann ist hier... Kommt dann der nächste Block hin. So, zack, zack. Dann nochmal eine kleine Fackel. Und dann haben wir einen Treppenflur. Und wir gehen mal kurz aufräumen. Der Besuch ist da. Hallo, kommt herein, setzt durch. Es gibt Tee. Es gibt Tee aus Blut. Oh, die Augen sind... Oh. So. Aus meinem Blut, meint ihr? Nein, aus eurem. So. Schön, jetzt haben wir ein bisschen Fleisch für den Winter gesammelt. Ich hör's wo? Nein, da ist das nicht. Doch, da ist er. Juhu. Juhu, wir haben ihn gefunden. Und es wird nochmal kurz laut. So, jetzt gucken wir gleich mal, ob mein Test so wirklich funktioniert. Okay. So. Der Test beginnt jetzt. So, ich habe jetzt noch nicht geguckt, ob das überhaupt klappt. So, an ist es jetzt. Also aufhören müsst ihr mich können, definitiv. Oh, so, nachts bauen ist lustig. Man will aber auch nicht tags bauen, weil tags will man die Welt erkunden und... Oh, die Tage sind immer so kurz. Die Tage sind immer kurz. Egal, ob im Spiel oder im echten Leben. So, so, so. Gott. Ah, Mensch, ich will doch nur eine Tür machen, mein Freund. So, und weiter geht's. So, eine Tür, also. Da. Wie bist du hier reingekommen? Ich habe gerade nach links geguckt. Ja, 26 Silber sammeln wir gleich wieder auf. Jetzt werde ich wütend.
So, komm. Komm her. Was hast du in meinem Haus verloren, du dämonisches Auge? Dich hat jemand weggeworfen. Da hat jemand wohl ein Auge auf mich geworfen. Oh. Schlecht. Ah, noch ein Grabstein. Unser Friedhof wird werden. Unser Friedhof wird werden. Ich mache das hier für den Friedhof. Tatsächlich nicht, weil ich einfach nicht spielen kann. So. So, so. Ach komm, jetzt die Tür auflassen können, Freundchen. So. So. So, komm. Schon, komm. Zack. Und so. Zappalo. So, wir haben wir jetzt schon zwei Linsen. Wir könnten uns eine Brille machen. Das würde super passen. Überhaupt nicht. So. Gott. So, komm, komm. Wir müssen dem Haus hier auch noch ein Badezimmer einrichten und so. Aber dafür brauchen wir Eisen. Oder Blei. Je nachdem, was wir in dieser Welt kriegen. Ich spiele mit niemandem, mit außer mit mir selbst und rede in die Kamera. Ja, ich nehme auf. Ja, kein Ding. Das war jetzt ein LPT, ganz kurz. Und der Gastauftritt von der wundervollen Dokina. Ja, doch? Genau. So, okay, nächster Raum. Ich neige heute wieder zu Albernheiten. Schlimm sowas. Essen ist da im Teller, ne? Gut. Schön. So, ich hab jetzt... Jetzt kann ich... Jetzt weiß ich wenigstens mit Sicherheit, dass einer zuguckt. Außer dir, Nini. Das war... Das ist nicht dein echter Name. Du kannst mich jetzt dafür nicht ankreiden, ne? Also, gut. Ich gehe viel zu achtlos mit dem Internet um. Da kriege ich sicherlich Ärger von Mami und Daddy. So, und damit haben wir die zweite Etage unseres wunderschönen Häuschens eingerichtet. Es zieht noch ein bisschen, weil wir keine Wände haben. Aber so, man fängt klein an. Als ich meine erste Wohnung hatte, hatte ich auch keine Wände. Ich hatte auch keine Wände in meiner ersten Wohnung. Genau. Nur so Balken. Aber es ist schön, man kann sich da hinlegen, gerade. Und bleibt dann auch gerade und wir sammeln Sternchen auf. Ja. Schön. Wird die Musik wieder taglich? Ich glaube, die Musik wird tatsächlich wieder taglich. Die sieht schick aus, ja. Was sagt das Farbenspektrum da hinten? Was sagt das Spektrum da hinten? Also es wird wahrscheinlich noch ein bisschen rötlicher rauskommen, weil ich das gemacht habe, aber finde ich gut. Jo. Okay. Ja, wichtige Sache, Haare färben. Ja, wenn man mit karottenroten Haaren durch die Gegend rennt. Und nicht zufrieden damit ist. Ich find's cool, aber... Ja, ich sehe ja frech aus. Da hab ich aber gefreut. Ja. Ja, man versucht nett zu sein, aber irgendwie klappt das bei mir nicht so. Ne? Okay, so. Das da unten gefällt mir überhaupt nicht. Was müssen wir machen? Ich weiß es nicht. Wenn wir da Erde hinpacken, dann sieht das auch nicht gut aus, ne? Doch, das geht. Das geht total. Das geht fit. Eskimo-Zombies. Ah. Die sind bis hier rüber gewandert. Eskimo. Inuit. Entschuldigung. Man darf das Wort ja gar nicht mehr sagen. Das ist, keine Ahnung, als ich als Kind war, hat man mir immer gesagt, du heißt ein Eskimo. Und dann irgendwie ein Jahr später, du darfst Eskimo nicht mehr sagen, das ist verboten. Ich weiß gar nicht, wieso, was da für eine Debatte war. Das dachten sich die alten Omas früher auch, als man plötzlich die Schwarze so nennen durfte, wie sie sie genannt haben. Ja, tatsächlich. Ja, ich, aber du weißt ja auch nicht, dass das Rohfleischfresser heißt. Und wenn ihr das jetzt. Dann kann man auch mal gut gucken, ne? Wenn einem sowas als Kind beigebracht wird, dann denkt man, das ist halt so. Und denkt auch gar nicht so, dass das böse ist oder verwerflich oder ethisch nicht vertretbar, sondern ist halt einfach so. Aus welcher Sprache stammt das eigentlich? Vielleicht aus deren eigener Sprache. Was weiß ich? Inuit ist ja deren eigene Sprache.
Hm. Ich weiß nicht, ob das auch Eskimo auch irgendwie eine Farbe war. Super Thema. Gottchen. Wir fragen das nächste Mal die Zombies, die da langlaufen. Aber ich glaube, die sprechen nur eine Sprache. Gewalt. Die Sprache der Faust. Ja. So, es wird wieder Dach und wir können wieder sammeln gehen. Okay, kurz gucken. Nicht, dass die Aufnahme jetzt so lang wird. Die Aufnahme wird zu lang. Okay, dann ist das jetzt die Hausbau-Folge. Schön. So, wir hatten eine erste Folge mit der Charaktererstellung. Wir hatten eine Holzfarm-Folge. Jetzt hatten wir die Hausbau-Folge. Was kommt als nächstes? Die Steinfarm-Folge, genau. Vielleicht gucken wir, dass wir das jetzt noch so ein bisschen hinkriegen. Ich will hier eine Brücke rüberbauen. Allgemein will ich überall Brücken rüberbauen. Machen wir jetzt. Noch ganz schnell, das geht fix. Hoffentlich. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Komm, beeil dich, guter Mann. So, dazu begradigen wir das Terrain. Schleime. Was ist denn das deutsche Wort für Slime? Also Schleim, ja, aber für den bösen Slime. Klingt aber, und was ist die Mehrzahl davon? Schleimbrocken. Schleimbrocken. Ei. Super. Klingt lecker und gesund. Das klingt vor allem gesund. Ja, da schmeckt das Essen jetzt? Mm, super, ne? Hast du gerade... Du hast aber nicht gerade die Erinnerung gemeint, oder? Die mir jetzt hochkommen. Ich weiß doch nicht, welche Erinnerung die hochkommt. Oh Gott. Mir kommt nur die eine Erinnerung hoch, die... wo ich erkältet war. Ach so, ja gut. Nein, ich hatte... Ich habe eine ganz, ganz komische... Geschichte da auf Lager. Und die ist aber so komisch, dass ich... Dass sie hat, die hat auch nichts verloren im... Netz. Hat sie echt nicht. Also nicht ein bisschen. So, Escape drücken und ein bisschen von diesen Balken hier produzieren. Schick. So, und die kommen jetzt alle hier lang. Du willst mich hier reinschubsen, ne? Ich sehe das. Ich sehe das. Ich weiß, was du vorhast. Ja, Brücken bauen. Einfach nur, damit man sie hat. Ohne ist langweilig. Das Licht hat mich geblendet. Es ist an deinem Handy gerade so abgeprallt, so blink. Warte. Oh, ich sehe sowieso schon so wenig vom Spiel. Schick, ist das nicht eine schöne Brücke? Das hat sich gelohnt, genau. Und an dieser Stelle, so, die Folge breche ich jetzt ab damit. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.